Hallo und willkommen zu den Nachrichten am Freitag. Immer noch sind viele Menschen von ihm verunsichert, dem Pannenmeiler Tihange in Belgien. Er ist trotz Störanfälle und bedrohlicher Risse immer noch in Betrieb. Besonders Menschen in der Region in Aachen haben Sorge vor einem atomaren Ernstfall. Aachen ist nur 60 Kilometer von Tihange entfernt. Seit längerer Zeit läuft deshalb eine Sammelklage deutscher Städte gegen die belgische Regierung. Mit der Forderung, das Atomkraftwerk abzustellen. Zur Vorsorge beginnt ab heute in Aachen die Verteilung von Jodtabletten. Der Körper soll dann so wenig radioaktives Jod aufnehmen wie möglich. Die Entfernung zu Mönchengladbach beträgt rund 100 Kilometer. Deshalb gibt es noch keine Erlaubnis der Verteilung. Deponiert sind die Tabletten aktuell vom Land NRW. Im Ernstfall sollen sie per Hubschrauber geliefert werden. Die Butze ist wieder voll, sagen die Organisatoren. Mit der Schauzeit 2017 soll Leben in so manchen Leerstand in Reit kommen. Das Projekt bietet unter anderem Jungunternehmern die Möglichkeit, den ersten Schritt auf den Markt. 4 Wochen lang dürfen sie leerstehende Ladenlokale dafür nutzen an 14 Standorten. Wo genau diese Standorte sind und was sie anbieten, erfahren Sie unter der Webseite der Schauzeit Reit. Und erneut ist eine Frau aus Mönchengladbach auf eine Betrugsmasche reingefallen. Der Trickbetrüger rief die 61-Jährige an und gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Auf Englisch erklärte er der Frau, ihr Computer und ihr Handy seien mit Viren befallen. Helfen könne er aber nur per Fernwartung, also übers Internet. Er verschaffte sich über das Programm TeamViewer Zugang zu ihrem Computer, um das angebliche Problem zu lösen. Für die angefallenen Kosten verlangte er ihre Kreditkartennummer und ihre nächste TAN-Nummer. Noch während des Gesprächs wurden 5 Online-Überweisungen getätigt. Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich davor, Konto- und Kreditkartennummern an Anrufer weiterzugeben. Eine Rückverfolgung ist in solchen Fällen schwierig und selten erfolgreich. Heute Abend rollt wieder der Ball, diesmal aber auf internationalem Rasen. Um 20.45 Uhr beginnt das Qualifikationsspiel der deutschen Nationalelf gegen Tschechien. Mit dabei sind auch 2 Borussen. Kapitän Lars Stindl und Kollege Matthias Ginter sind mitgereist. Das Match findet in Prag statt. Es geht um die Qualifikation zur WM 2018 in Russland. Und das waren die Cityvision Nachrichten. Vielleicht schauen Sie sich das Spiel heute mal draußen an. Das Wetter sieht ja gut aus, sagen zumindest unsere Wetterhelden. Bis dahin gibt Cityvision das Magazin. Ein schönes Wochenende. Die Wetterhelden. Hallo, ich bin der Fritz Köhn aus Gladbach-Lürre. Am Samstag erwarte ich uns ein wunderschönes Wetter. Es bleibt von morgens bis abends wolkenlos. Wir haben 12 Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen steigen bis 19 Grad. Tschüss. Hallo, ich bin Kladi aus Mönchengladbach. Der Sonntag wird mit 21 Grad schon etwas wärmer. Dafür wird der Himmel aber von leichten Wolken bedeckt. Abends kommt die Sonne dann endlich wieder raus und es bleibt die ganze Nacht klar. Schönen Tag. Hallo, ich bin Uwe aus Mönchengladbach. Am Montag erwartet uns strahlender Sonnenschein. Bei maximal 23 Grad bleibt es schön warm und trocken. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Die Wetterhelden. Am Wochenende gehen Sie besser Geldbeutel schon vom Gas, denn geblitzt wird in Mönchengladbach auf der Hohenzollernstraße, in Krefeld auf der Bodestraße und der Willicherstraße sowie in Viersen auf der Hauptstraße. Cityvision wünscht eine gute Fahrt. Herzlich willkommen, hier ist das Cityvision Magazin. Anfang der Woche, da waren es noch über 30 Grad und jetzt ist Herbst. Zumindest ist heute der meteorologische Herbstanfang. Und der kalendarische, der folgt in 3 Wochen. Aber gute Nachricht, im letzten Jahr, da hatten wir Ende September nochmal 30 Grad und das könnte auch in diesem Jahr passieren. Und ich finde, nach diesem bescheidenen Sommer haben wir uns das auch irgendwie verdient. Ja, Sie haben sich jetzt die Feierabendentspannung verdient und hier ist der Themenüberblick. Im Zauber des Lichts, Parknächte auf Schloss Diek und Mittagspause leicht gemacht, die neue Gormi-App. Jetzt bei Cityvision das Magazin. So,
wir haben September, habe ich ja eben schon mal gesagt, aber auch wenn das kein Sommermonat ist, es besteht trotzdem kein Grund zur Traurigkeit. Denn ab heute gibt es ein Event, das Sie wahrscheinlich ähnlich schon kennen. Das Ganze geht bis zum 10. September und ist die Fortsetzung der Illumina. Sascha Rikskins und Cenk Cidim, die informieren Sie jetzt. Hier kommt der Bericht. Parknächte Schloss Diek. Im Zauber des Lichts, so lautet das Motto der diesjährigen Veranstaltung auf dem Schlossgelände. Sie folgt auf die Illumina und erinnert mit der Lichtshow an das Konzept der letzten 15 Jahre. Bislang wurde der Park von Regisseur Wolfram Lenzen farbenprächtig beleuchtet und in Szene gesetzt, immer im September. Sein Nachfolger ist der gebürtige Gladbacher Richard Röhrhoff. Er produziert unter anderem das Essen Light Festival. Also kein Unerfahrener. Was auf ihn zukommt, weiß er genau, ist aber deshalb auch aufgeregt. Ich weiß, die Veranstaltung hat einen neuen Titel, die Erwartungen sind entsprechend hoch, aber wir haben versucht, nicht alles den Leuten wegzunehmen, woran die sich 15 Jahre lang gewöhnt haben, aber wir haben alles ein bisschen anders gemacht und wir haben 3, 4 ganz besondere Projekte mit einer riesigen Lightshow, mit einem 3D-Videomapping, mit unserem Baum der Wünsche, mit Installationskunst, habe ich schon 4 genannt, die anders sind als im alten Konzept und ich bin sehr gespannt, wie die Menschen das aufnehmen und vor allen Dingen, wie sie mit, damit interagieren. Eine Minute Zeit dafür. Aber keine Sorge, ich erfülle alle 2 Minuten einen Wunsch. Der Baum spricht erstmal zu den Besuchern, er ist sehr schön beleuchtet in der Nacht. Man sieht ihn sofort, wenn man auf diese große Wiese kommt und er spricht dazu ein und fordert einen auf, auf unsere Internetseite oder auf eine speziell dafür entwickelte App zu gehen und sich dort etwas zu wünschen. Und man kann sich dann Glück, Friede, Freude wünschen, bestimmte Dinge wünschen, kann das anklicken und die Mehrheit entscheidet dann, welche Sequenz aus dem Spielort dann im Folgenden gespielt wird. Ich konnte das gestern testen und das ist einfach wirklich wunderbar, weil man wirklich selber mitentscheiden kann, was kommt als nächstes und das auch sehr spannend dann inszeniert ist. Der Wunschbaum ist aber nur eines von vielen Neben- und 3 weiteren Hauptspielorten der diesjährigen Parknächte. Aber warum Parknächte und keine Fortsetzung der Illumina? Die Stiftung hatte einfach den Wunsch, etwas Neues zu machen und der Wolfram Lenzen ist halt sein Titel, die Illumina. Und wenn wir eine neue Handschrift machen, war auch ein neuer Name fällig. Parknächte würde für die Zukunft auch die Möglichkeit bieten, mal etwas live zu machen, mal einen Künstler hier vor Ort auftreten zu lassen oder vielleicht auch, wenn wir an ein junges Publikum denken, vielleicht auch mal ein DJ für einen Abend, wo samstagsabends viele junge Leute da sind. Das sind die Möglichkeiten, die wir mit diesem Titel verbinden, deswegen haben wir es Parknächte genannt. Ich wünsche mir, dass die Menschen nach Hause gehen, am nächsten Tag zur Arbeit und sagen, da muss man mal hin. Sie machen Musik aus den frühen 60ern, haben auch die entsprechenden Outfits an, was ich mir heute auch mal ausgeliehen habe. Und Sie sind zu Gast bei mir im Backstage-Talk, Kommando Beat. Ach, der Doktor wusste keinen Rat, weil Ihre Droge leider auch nicht hat. Da hilft weder Kur noch Penicillin. Was mir jetzt auch hilft, ist die Liebesmedizin. Nächste Woche bei mir im Backstage-Talk, Kommando Beat. Jetzt mehr erleben mit dem megaschnellen Glasfaseranschluss der NEW. 200 Mbit pro Sekunde im Download und im Upload. Internet, Telefon und DGTV. Jetzt Verfügbarkeit online checken unter www.new-glasfaser.de. So, und jetzt bitte einmal mit Brautstrauß.
und tschüss. Urbano, deine Stadt, dein Magazin. In Mönchengladbach, Reit, Korschenbruch, Nersen, Jüchen, Viersen, Schwalmtal, Nettetal, Niederkrüchten, Brüggen und Wegberg. Am 2. September auch in Ihrem Briefkasten. Urbano, deine Stadt, dein Magazin. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gute Laune pur beim Stadtschützenfest in Mönchengladbach. Samstag, großes Königsschießen. Ab 18 Uhr Live-Musik mit der Band Area 41. Und Heimatshopping in der City. Sonntag, prunkvolle Parade ab 15 Uhr vom Alten Markt. Mit Riesenprogramm und viel Live-Musik. Das City-Management Mönchengladbach freut sich auf Ihren Besuch. Jetzt mehr erleben mit dem megaschnellen Glasfaseranschluss der NEW. 200 Mbit pro Sekunde im Download und im Upload. Internet, Telefon und DGTV. Jetzt Verfügbarkeit online checken unter www.new-glasfaser.de. Heutzutage, da gibt es ja quasi für alles eine App. Ja, es gibt eine App für den Sport, es gibt eine App zum Fotografieren, es gibt eine App zum To-Do-Liste führen, eine App zum Essen bestellen, eine Wasserwagen-App, die gibt es auch. Also eigentlich könnte ich hier wahrscheinlich über eine Stunde stehen und Apps aufzählen. Das mache ich aber nicht, sondern meine Kollegin Sina Stinzow, die zeigt Ihnen jetzt eine App. Und diese App hat ein Mönchengladbacher Start-up-Unternehmen entwickelt. Und auch wenn wir jetzt schon später im Tag sind, bei der App geht es ums Mittagessen. Wenn man in der Mittagspause essen geht, muss man oft viel Geduld mitbringen. Bestellen, aufs Essen warten, essen und dann noch bezahlen. Aber gerade in der Pause hat man ja nur begrenzt Zeit. In den meisten Fällen genau eine Stunde. Ab heute gibt es für dieses Problem eine Lösung. Und die heißt Gormi und ist eine App. Entwickelt wurde die App von einem Start-up aus dem Nordpark. Also Gormi ist eine Mittagspausen-App, eine Lösung für kleine mittelständische Unternehmen, die über keine eigene Kantine verfügen, die durch Gormi halt die Möglichkeit haben, das Restaurant in der Nähe zu der eigenen Kantine umzufunktionieren. Die Idee zu der App kam aus eigener Erfahrung. Das Team der Digitalagentur wollte zusammen Mittagessen gehen in der Nähe ihrer Firma, also im Nordpark. Wir haben die Kantine hier in der Umgebung ausprobiert, die öffentlichen. Wir waren in der Sportsbar hier im Stadion und haben halt festgestellt, dass jede Lösung irgendwie eine Schwachstelle hat. Das war dann in der Sportsbar so, dass wir da ellenlang gewartet haben, bis da mal ein Kenner zur Bestellung kam. Ist schon mal eine Viertelstunde vergangen am Ende mit der Bezahlung. Bis man dann gesehen wurde, wenn da wirklich viel los war, haben wir teilweise 1,5 Stunden in der Mittagspause verbracht. Jetzt geht das Ganze viel schneller mit Hilfe von Gormi. Der Mitarbeiter sucht sich in der App das Gericht und sein Getränk aus, gibt an, wann er dort essen gehen will und das war's fürs Erste. Der Bezahlvorgang für den Mitarbeiter fällt auch weg, da das Essen vom Arbeitgeber subventioniert wird, steuerfrei. Das macht das Steuerrecht möglich. Bei dieser App gibt es tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation. Alle gewinnen. Der Mitarbeiter gewinnt, weil sein Essen subventioniert wird. Der Unternehmer gewinnt, weil er Sozialkosten und Gehaltskosten einsparen kann bzw. umlegen kann. Und der Gastronom gewinnt, weil er seine Mittagsgerichte auch losführt. Und weil der Gastronom dann auch besser planen kann. Denn eine halbe Stunde vor der angegebenen Zeit kann man das Essen nicht mehr stornieren. Für die Mitarbeiter in der Küche ist klar, sie können anfangen zu kochen. Im Palace St. George wurde die App monatelang getestet. Das Restaurant ist jetzt quasi die Kantine für die Digitalagentur. Ja, ich glaube, es ist für alle eine Erleichterung. Also als Gastronom kannst du dann sehr viel besser planen.
Du kannst auf jeden Fall einkaufen mit einem ganz anderen Niveau. Und du kannst die Küche auch je nach Bestellzahlen auch besser einplanen, wie viel Personal man braucht und wann die zu erscheinen haben etc. In der Testphase kam es im Palace St. George dann auch mal zu merkwürdigen Blicken. Denn der Bestellvorgang ist ja schon vorher per App erfolgt und auch das Bezahlen ist für die anderen Restaurantbesucher nicht sichtbar. Ja, und es gab halt auch ganz besonders blöde Blicke, wenn wir einfach aufstehen und gehen. Dann denken die meisten, fallen die Zeche, ja. Und wir bekamen einige böse Blicke rüber, aber es spart uns halt Zeit. Ist echt gut, ne? Manchmal sind wir binnen 15 Minuten wieder raus. Wir gehen hier hin, kriegen Essen, binnen vor 5 Minuten und sind dann wieder weg. Direkt. Und so ist es auch an diesem Tag. Nach wenigen Minuten steht das vorbestellte Essen und das Getränk auf dem Tisch. Das Handy sollte man trotzdem nicht vergessen, denn die Servicekraft scannt einen QR-Code ab. Das ersetzt quasi den Bezahlprozess. Na dann, guten Appetit! Die App kann man übrigens ab heute kostenlos in allen Stores herunterladen. So. Morgen ist Samstag und da gibt es ein riesengroßes Fest. Und zwar feiert die Lebenshilfe Viersen ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Ganze findet statt am Park and Ride Parkplatz am Hauptbahnhof Viersen. Und los geht's um 14 Uhr. Es gibt ein großes Bühnenprogramm und unter anderem gibt es Besuch von Mirja Bös. Und abends um 20 Uhr, da spielt Miss Greenbird. Und das Beste ist, das Ganze ist kostenlos. So, und jetzt gibt es einen weiteren Veranstaltungstipp. Tanzen, feiern und schlemmen. Unter diesem Motto findet das diesjährige Schützenfest statt. Am 2. und 3. September von jeweils 11 bis 22 Uhr laden die Bruderschaften ein. Am Samstag findet traditionell die Serenade, der Fassanstich und der Vogelschuss statt. Ab 20 Uhr kann man dann den Ball aller Majestäten in der Kaiser-Friedrich-Halle besuchen. Am Sonntag beginnt das Programm mit der Königsmesse mit anschließendem Umzug mit über 2500 Schützen und Musikanten. Nach der Königsproklamation um 17.30 Uhr folgt ein bunter Musik- und Showabend. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.mönchengladbach.de. So, das war unsere Sendung. Wir sind wieder hier am Montag ab 18 Uhr mit dem Cityvision Magazin. Und dann haben wir ein buntes Programm. Unter anderem zeigen wir Ihnen nämlich die Highlights vom Stadtschützenfest, denn das gibt es genau an diesem Wochenende. Also, erholen Sie sich gut. Bis Montagabend. Tschüss. Sendung verpasst? Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei Cityvision, das Magazin an einem... Das Programm der Woche auf einen Blick und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge. Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de